Ja, die Feuerwehr Essen wurde heute Morgen gegen 2 Uhr hier in den Stadtteil Essen-Haidhausen alarmiert zu einem vermutlichen Dachstuhlbrand. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnten wir tatsächlich eine starke Rauchentwicklung aus einem Flachdach, aus einem Einfamilienhaus erkennen. Teilweise waren auch schon Flammen unterhalb der Attika zu erkennen. Glücklicherweise hatten alle Bewohner das Feuer durch Rauchmelder bereits bemerkt und konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Wir haben dann umgehend sofort eine Brandbekämpfung eingeleitet, die jetzt auch noch zurzeit andauert. Vor Ort ist die Feuerwehr Essen hier mit 2 Löschzügen und 2 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr. In der Spitzenzeit hatten wir bis zu 5 C-Rohren und ein Rohr über die Drehleiter im Einsatz. Ja, die Problematik ist halt für uns, an den Brand her dran zu kommen. Man muss sich das vorstellen, dass wir eine Flachdachkonstruktion haben, die mit einer Kupfereindeckung zugemacht ist. Das Problem ist halt, dass darunter eine Holzkonstruktion ist und wir momentan halt Probleme haben, das Dach zu öffnen, sodass wir auch gezielt an den Brand her dran kommen. Dementsprechend haben wir jetzt Kräfte vom THW nachgefordert.
Morgen wechselt werden.